Wir schauen uns heute die Strahlensätze an. Die Idee der Strahlensätze ist, dass man eine zentrische Streckung auf ein Dreieck anwendet. Man bekommt dann ein neues Dreieck, das entweder größer oder kleiner sein kann als das ursprüngliche Dreieck, bei dem aber ja, die Form erhalten ist. Die Winkel sind gleich und die Seitenlängen, die beim alten und beim neuen Dreieck zueinander gehören, stehen im festen Verhältnis. Das ist gerade der Streckfaktor. Der Trick ist jetzt, dass man das Streckzentrum auf die Ecke des Dreiecks legt und damit liegt das neue Dreieck über dem alten Dreieck. Ich führe mal die zentrische Streckung durch mit dem Streckfaktor 2 in diesem Beispiel. So. Und man sieht jetzt ein neues, größeres Dreieck. Der Streckfaktor ist 2. Das neue Dreieck heißt ZA'B'. Und es liegt auf dem alten, kleineren Dreieck drauf. Durch die zentrische Streckung ist jetzt natürlich die Seite ZA' geteilt durch ZA, gerade der Streckfaktor. Und das gleiche gilt natürlich für ZB' durch ZB und für A'B' durch AB. Ja, da all diese Verhältnisse gleich sind, kann ich jetzt zwei von ihnen gleichsetzen und das ist schon die Aussage, die man als ersten Strahlensatz bezeichnet. Der besagt nämlich, dass ZA', also diese lange Seite, geteilt durch die entsprechende kürzere Seite, das gleiche ergibt wie ZB', diese längere Seite, geteilt durch ZB, diese kürzere Seite. Ich markiere das mal zusätzlich farblich. Also, ZA' ist diese Seite, geteilt durch ZA, das ist diese Seite. Und da kommt das Gleiche raus wie ZB', das ist diese Seite, geteilt durch ZB. Jetzt gibt es aber ja noch ein weiteres Verhältnis, das diese beiden parallelen Seiten einschließt. Und damit erhält man den zweiten Strahlensatz. Der lautet A'B' durch AB ist das gleiche wie ZA' durch ZA, beziehungsweise A'B' durch AB ist das gleiche wie ZB' durch ZB. Man könnte die Bezeichnung ja auch anders wählen. Auch das zeige ich mal durch eine farbliche Markierung. A'B' ist diese Seite, geteilt durch AB, diese Seite. Ja, und das könnte jetzt entweder ZA' durch ZA ergeben oder
Wahlweise können diese beiden grünen Seiten, die größere durch die kleinere, die beiden Seiten, das Verhältnis der beiden Seiten ZB' durch ZB sein. Ich zeige den jetzt nochmal, den Strahlensatz, aber mit einem negativen Streckfaktor. Ich habe mir hier ein Dreieck vorbereitet. Ich setze das Streckzentrum diesmal hier hin und sage mal hier AB. Ich wähle den Streckfaktor minus 2. Dadurch landen die neuen projizierten Punkte auf der anderen Seite des Streckzentrums. Hier haben wir also A'. Und hier haben wir B'. Und man sieht, dass die Form jetzt eine andere ist, aber es gelten immer noch die Aussagen des ersten und des zweiten Strahlensatzes. Also, gucken wir mal nach. ZA' geteilt durch ZA ist das gleiche wie ZB' geteilt durch ZB. Das ist der erste Strahlensatz und auch der zweite Strahlensatz gilt weiterhin. Also AB' bzw. A'B' geteilt durch AB ist das gleiche wie durch ZA bzw. ZB' durch ZB. Diese beiden Verhältnisgleichungen, den ersten und den zweiten Strahlensatz, kann man nun verwenden, um eine unbekannte Seite in einer der entsprechenden Figuren herauszufinden, wenn man drei andere Seiten kennt.